Willkommen bei Sinch 4 Herzlich Bionano. willkommen zurück. Bei in der Familie Sonar, auf der Insel Sonar, Solani, Salami. Salami. keine Ahnung. Auf jeden Fall unsere Insel mit unser Neugeborenen, unser Babykind. Unser So. Neugeborenen plus ungefähr 1,5 Jahre. Ja. Sehr gut. Wir sind dann aber immer noch das Zimmer einzurichten. Und weißt du, mir fällt auf, auch die Tapete, die ich hier gewählt habe, passt irgendwie nicht. Ich so, ja, erstmal Kinderzimmer. Nur mal kurz was gucken, das ist die hier, ne? Das Kinderzimmer kriegt was ganz Kinderzimmeriges. Wir machen Fliesen. Guck mal. Oh Gott, sieht ja aus wie eine Toilette. Damit du gleich weißt, woran es ist. Sieht aus wie so eine Hoteltoilette. Absteigen-Toilette. So. Das Kind ist ein bisschen gossig. Nee, Spider-Man. Krass. So. Was hältst du denn hiervon? Ja, die nehmen wir jetzt. Und jetzt Die ist müssen wir noch hübsch, ne? Spielzeug. Du wolltest eine Lampe haben. Ich wollte das Puppenhaus hinstellen und diesen Also. Hochtisch, diesen Hochstuhl. Hochstuhl hat's doch. Das muss doch im Wohnzimmer bei den anderen essen. Okay. Aber zum Puppenhaus und so eine Spielkiste und ach, was der Teufel. Wir können ihr ja auch ein Bücherregal geben. Wir müssen ja nicht nur irgendwas machen. Die Kinder können ja auch mal lesen. Die Nur Kleine. für Kleinkinder, die Würfel. Die ist 1,5 Jahre. Sie ist ein Kleinkind. Ja, die kann doch nicht lesen. Nee, aber später. Oh. Wollen wir ihr noch einen Pool gönnen? Ja. Den stellen wir dann auf. Mach die da hinten in die Ecke. Die letzte Ecke, das Kind kann kaum laufen. Wir müssen hier noch mal ein bisschen. Wir müssen hier mal noch ein ganz bisschen. An den muss man nicht sofort ran. Oh, Na, das dann sieht müssen wir da aus. wahrscheinlich mal das um eins verschieben da vorne. Warte. Nee, Ja, wir das müssen das stimmt, das immer passt verschieben. nicht. Das reicht. So. Keine Ahnung warum. So. Das macht jetzt keinen Sinn, dass das Sofa hier steht, ne? Nee, eigentlich nicht. Und dann setz das mal um hier. Geht nicht weiterhin da, hast du Ich schon weiß auch probiert. warum. Warum? Och, weil da schon was an der Wand klemmt. So, da stellen wir eh nichts hin. Okay, naja, dann hat es ja funktioniert. Okay. So, und jetzt müsste der eigentlich ans Fenster passen. Damit es doch ja nicht so weit hat. Hier so? Ja. Cool. Die Erwachsenen können sich da übrigens auch reinlegen, was ziemlich lustig ist. Und weißt du was? Wir probieren das gleich mal aus. Das Zimmer ist ja eigentlich Nein, ist soweit. noch nicht. Das Puppenhaus fehlt, dann eine Lampe für abends, damit die Monster nicht in deinem Bett auftauchen Erstmal sehen. hat's Würfel zum Spielen. Und das kriegt von mir noch eine kleine Katze. Und ich will Das kann trotzdem doch noch ein nicht so viel Puppenhaus. machen. So eins. Das Billige. Ja, das reicht doch. Ist doch ein Traum für jedes Kind. So. Na gut. Also ich hätte jetzt noch eine Kommode gegeben oder so, aber eine Rutsche? Ja. Da muss ja Papa sie da immer hintragen, weil das kann das Kleine noch nicht so gut. Naja, muss hochkrabbeln. Die Treppen hat gleich noch hochkrabbeln können. Ja, erstaunlich, ne? Ja. Super. Na dann, also ich bin zufrieden, du auch? Erstmal abwarten, Tee trinken. Dann haben wir unser Kinderzimmer mit dem Nötigsten fertig. Spielzeug hat sie jetzt auch. Ja, eigentlich alles so, wie es sein müsste, ne? Ja. Können wir hier noch. Oder wir gönnen ihr den zum Lesen. Ja, ne? Ich stell da hin, da stört er gar nicht. Okay. Na dann, Dann weiter. müssen wir hier das Bett noch zubeißen? Muss ich mal gleich mal gucken. Man bringt sie, glaube ich, ins Bett. Und da sie müde ist, kannst du es ja mal ausprobieren.
Der hat jetzt inzwischen, glaube ich, zwei, dreimal Nickerchen gemacht. Bett zuweisen an. Nein. Wir haben die Lampe vergessen. Die Koala-Lampe, damit das Kind keine Angst kriegt. Obwohl, vielleicht kann es noch gar nicht in dem Bett schlafen. Koala? Man muss bei Lampe gucken. Das ist eine Wandlampe. Also ich würde aufs Kinderzimmer gehen und dann... Und dann bei Lampen gucken. Ganz, ja. ganz. Da. Die heißt Koala, der Verteidiger. Das kannst du eigentlich nicht mehr sehen. Ah ja, billigsten Lampen. Mal weiter. Ganz oben. Darf ich mal? Ich weiß nämlich, wo man die schnell findet. Ja, dann mach mal. Also wenn sie hier nicht zu finden ist, dann einfach mal bei den Wandlampen. Und da ist sie, das hier. Koala, der Verteidiger. Ich nenne sie mal Koala. Die kommt jetzt einfach hier mit an die Wand. Und dann ist das Kind damit mega zufrieden. So. Ja. Sehr gut. Was mir jetzt noch einfällt, ich hätte hier gerne noch eine Lampe. Muss nicht mega hell sein, aber wenigstens ein bisschen, ne? Ja. Und dann sagen wir automatisch Lichter. Alle. Dann sparen die nämlich auch ein bisschen Licht. Gut. So. Ja. Ich bin er und ich krieg jetzt mal hier drauf. Nein. Hä? Ich hab da gerade hier drauf gedrückt. Mach doch mal. So, Bett zuweisen. Monster oder im Bett. Da sind keine mehr. Einsprühen? Okay. Da sind keine mehr, deswegen habe ich doch die Lampe aufgehängt. So, schlafen? Guck nein. Mal nochmal wegen zuweisen. Wenn es nicht geht, dann ist das Bett vielleicht nicht für sie geeignet. Dann brauchen wir doch ein kleineres. Wollen wir das erstmal ins Inventar packen? Das kannst du nämlich ins Bauinventar machen. Dann müssen wir es nicht neu kaufen. Jetzt unten links, ja? Und dann holst du einfach noch eins bei den Kinderzimmerbetten. Dann brauchst du so ein ganz kleines Bett. Hier ist so eins? Ja. Aber Energie 1. Auch Energie 1. Dann ist das besser mit Energie 3. Ja, dann nimm das einfach. Nee. Ich fand das Grüne eigentlich gut, aber... Das hier? Ja, zum Beispiel. Und da müsstest du sie eigentlich jetzt ins Bett bringen können. Ja, eine Aqualania. Und dann lese sie mal noch in den Schlaf. Okay. Kleinkind in den Schlaf lesen. Ja, zumal da ja auch der Hocker ist, da kann er sich hinsetzen. Okay. Hm. So, dann mache ich mal zuschauen. Richtige Mauskombination. Na dann lese mal schön was vor. Und liest er noch? Das wollen wir vorlesen. Achso, das macht er jetzt. Terminator Teil 1. Rambo 2. Rex. Oh Mann. Prinzessin Plum Bobs Schloss. Jo. Haben wir das gar nicht da? Ich glaube, wir müssen Bücher kaufen. Das ist ja fies. Wir können ja doch keine Erwachsenenbücher vorlesen. Warum nicht? Dann kam der T-Rex und fraß sie alle auf. Ich bestell mal was. Das ist irgendwie nicht das Richtige. Bestellung. Bücher kaufen. Gibt es auch was für Kinder? Das ist jetzt die Frage. Klar. Kinder. Sogar Kleinkinder. Hausarbeitenbücher, wie süß. Kleinkinder. Ja, ist ja gut. So. Charlotte hat Schwein. Oh, ich kann die ja mal vorlesen. Ja. Affe Klettermax auf dem Klettergerüst. Der Affe Klettermax klettert mit Schluck auf die Stangen hinauf, fällt Hicks herunter und bricht sich einen Zeh. Was hat Affe Klettermax aus diesem Unfall gelernt? Und sind die Eltern schuld an der Misere?
Diesen spannenden Kinderkrimi wirst du nie wieder aus der Hand legen. Auf dem Weg zum Mars. Zieh deinen Weltraumanzug an, mein kleiner pummeliger Mondwächter, und hüpfe in das Raumschiff, denn die ganze Familie fliegt zum Mars. Reise mit dem zauberhaften Bilderbuch über unser Sonnensystem mit Marie, Peter und Tom bis zur Milchstraße und darüber hinaus. Oh, das heißt Peterchens Mondfahrt. Baby Bill und der Rotluchs. Erlebe einen nächtlichen Ausflug in den Wald, wo Baby Bill und der Rotluchs ein Abenteuer im Dickicht bestreiten. Die Eltern werden Baby Bill die wertvollen Einblicke in die Natur und die subtilen Anspielungen auf die moderne Industrie mögen, während Kindern besonders die flauschige Textur der Seiten gefällt. Charlotte hat Schwein. Im Leben einer Bäuerin kommt irgendwann der Zeitpunkt, an dem sie feststellt, dass eines ihrer Schweine etwas ganz Besonderes ist. Dies ist die zauberhafte und moralisch wertvolle Geschichte eines Schweinchens, dem es gelingt, seiner Besitzerin Charlotte bewusst zu machen, dass man manchmal einfach Schwein haben muss. Oh ja, das nehmen wir. Hund auf Stamm. In der idyllischen Kleinstadt Hannebach versinkt eine einsame Familie in Trauer, als die Regensaison beginnt. Auf dem überfluteten Fluss wird jedoch eines Tages ein Baumstamm mit einem rätselhaften Hund angeschwemmt. Fortan wird ihr Leben nie wieder dasselbe sein. Lebendiges Spielzeug, Toy Story. Ja, das wäre mal was Lustiges. Das nehmen wir auch. Ich kann jetzt nicht alle vorlesen, sonst sitzen wir hier übermorgen noch. Aber Prinzessin Plumbobs Schloss noch. Okay. Der Klein. Ich will das vorlesen. Okay. Der kleine Antonio stapft auf der Suche nach der lange vermissten Prinzessin Plumbob durch den Wald. Er gelangt an ein Schloss, spürt jedoch direkt, dass die Prinzessin sich nicht dort befindet. Wo steckt die Prinzessin? Wird Antonio sie finden? Aber nicht einfach die letzten Seiten aufschlagen, sonst verdirbst du dir die Überraschung. Okay. So, Ich denke mal, das reicht dann gehen wir auf erstmal. okay. Und Und jetzt. dann kann er ja noch mal lesen. Immer noch nicht da, aber er muss erst bestellen. So. Schläft sie schon? Ja. Och Gott, sie schläft schon. Dann hör auf, dein Kind zu nerven. Ja, du Warte mal. nervst. Aber er kann selber Durchbrüche erzielen. Das heißt, für die Arbeit kann ihm das was bringen. Aber er muss erstmal Auch Toilette. verwenden. Ihhh. Also Schlecht. wer sein Essen da reinstellt Die und dahinter Qualität von stellt. seinem Gekochten ist auch schlecht, also. Naja, ist auch Wissenschaftler. Da Uiuiui. kann man beim Kochen nicht viel verlangen. Schnelle Mahlzeit. Du isst jetzt einen Joghurt. Ja. Und dann verkrümelst du dich. Obwohl andererseits, wenn er die Bücher selber liest, dann kann er Durchbrüche erzielen. Ja, aber er muss noch mal irgendwie schlafen gehen, Und was genau. muss sie eigentlich? Auf Toilette muss sie. Oh ja, und wie? Verwenden. Ich bin mal gespannt. Wenn sie ganz viel Erdbeeren isst, wird's Mädchen. Oh Gott. Dann ist eine Banane, damit es ein Junge wird. Ich weiß nicht, was man bei Jungen, ich glaube Sportsendung oder so. Aber wir wissen ja gar nicht, ob sie. Ach so. Für die, die es nicht mitbekommen haben. Ich war so frech, habe einfach auf Baby machen gedrückt und vielleicht ist sie schwanger. Und ich dachte, es wäre ein einfaches Techtelmechtel. Na toll, muss das sein? So, das ist die Kloparty. Guck mal, deswegen lohnt es sich, Früchte anzubauen. Die kann man denen ins Inventar geben. Und dann können die jederzeit was essen, auch wenn die unterwegs sind. Glückwunsch! Nana erwartet ein Kind. Dieser Nee. Haushalt bekommt ein neues Mitglied. Guck mal, und schon ist er dick. Also ich werde, ich Von der habe Seite, siehst du? ja, ich habe ja schon gesagt, dass die Nachbarin dann beschenkt wird.
Ein zweites Kind wollen wir nicht, das erste reicht. Oh, wir konnten einfach den Vater aus. So einfach ist die Geschichte, aber noch sieht so hübsch aus. Ja, da übrigens, so sieht man direkt nach einem Schwangerschaftstest aus. Und jetzt... So, wir mussten eine kleine Pause machen. Ja. Aber jetzt sind wir zurück. Wie man gehört hat, hat das Telefon geklingelt und man muss noch mal kurz rangehen. So. So, und jetzt zurück zu unserer kleinen Familie. Sie ist pummelig geworden. Ja, von wenigen Minuten. Wie sieht es bei ihm aus? Ihm geht es soweit gut, außer er hat Hunger. Nee. Er soll mal erst das andere machen. Stimmt, du hast ihn gerade voll gemacht. Ich habe ihn nicht voll gemacht. Ja, mit seinen Aufgaben. Ich habe ihm gesagt, er soll ein paar Sachen erledigen. Aber sie hat noch... ihr habe ich gesagt, sie darf noch Bücher lesen. Genau. Und danach... kannst du mitten in der Nacht... Nee. Die wird jetzt nicht mitten in der Nacht ihrem Kind sagen, geh mal auf die Rutsche. Warum denn nicht? Das wäre echt schräg. Warum denn nicht? Oh, mal, ihnen ist ein Leuchter aufgegangen. Wow, er sollte öfter mal Kinderbücher lesen. Ja, er braucht die Durchbrüche, um in der Arbeit weiterzukommen. Du kannst dir ja mal seine Arbeitstasche angucken. Ja. Da? Da zeigt 6 Durchbrüche. Super. Das heißt, die nächste Beförderung kann kommen. So. Nackt baden mit. Aber er hat noch ganz viel zu tun. Ja, danach. Okay. Er macht's sofort. Das sollte eigentlich als letztes sein. Und sie liest jetzt noch Bücher. Wo ist sie denn eigentlich? Ja, gute Frage. Ach, da ist er. Ich glaube, du musst rauszoomen, bis sie nur noch so groß ist wie ein kleiner Würfel. Ja, ich sehe das aber so gut. Sie schläft. Lass das Kind in Ruhe. Das kleinste Riesenbett. Oh. Du könntest die Zeit ein bisschen vorspulen. Sind alle gerade beschäftigt oder du guckst mal, was er macht? Toll. Steht er nackig und redet mit dem Zwerg. Nackt baden mit ihr und sie liest noch. Sie ist beschäftigt. Ja. Aber sie soll es ja auch lesen, damit sie eine bessere Mutter wird. Dann lass mal ihm mal eine kleine Erkältung holen. Mitten in der Nacht. Genau. Warte mal, die Temperaturen sind wirklich kalt. Willst du ihn wirklich baden schicken? Die können ja auch krank werden, die Sims. Okay. Darf sich ruhig wieder anziehen. Sollte er doch. Ja, dann sag ihm das doch. Klick ihn mal an. Outfit ändern? Mhm. So gefällt es mir dann doch eher. Siehst du dich mal an? Wenn er nicht will. Ich beschleunige mal ein bisschen, weil sie liest und er soll den Garten machen. Könnte doch ein bisschen langweilig werden. Ja, du hast schon recht. Oh, jetzt kommt die Nachbarin. Nee, das war sie. Sie ist inzwischen fertig. Oh, ich war schon okay. Nackt. Ciao. Judy. Sie ist aber komplett verpixelt. Hi. Ja, jetzt kommt sie nackt baden. Na, dann bricht das mal ab bei ihr. Und sie soll sich auch anziehen. Outfit ändern. Und wie sie nach dem Outfit aussieht, erfährt man in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Tschüss.